Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute spielen wir Mario vs. Donkey Kong, damit ihr es nicht spielen müsst. Genauer gesagt spiele ich die Demo, die vor kurzem rausgekommen ist, und ich habe das Gefühl, keiner interessiert sich dafür. Das will ich hier mit diesem Video ändern. Donkey Kong ist besessen von Mini-Mario-Spielzeugen. Die Grafik ist aber schon süß, muss ich sagen. Hier mit Donkey Kong. Okay, sold out. Hier sind ausverkauft die Mini-Mario-Spielzeuge. Und hier gibt es jetzt eine Mario-Spielzeug-Fabrik. Und wir sind im Spielgeschehen und vertraut. Das wird ein ziemlich lustiges Video. Ich habe auf jeden Fall gar keine Ahnung von Mario vs. Donkey Kong. Habe ich nie gespielt. Es gab da, glaube ich, mal ein älteres Spiel. Und Donkey Kong versteckt sich auf jeden Fall gerade da hinter dem Schlüsselloch. Und hier können hier irgendwie Plattformen erzeugen. Ich glaube, das ist gerade relativ leicht. Das ist ganz weird. Die Grafik ist auch ganz, ganz weird. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Plattform bauen. Wir haben einen geschenkt. Wir können noch ein zweites haben. Hier können wir noch nicht, weil wir sehen den Schlüssel rechts. Die Musik ist wohl richtig chillig. Und wir können hier so Sprünge machen, irgendwas aufheben. Springen wir nochmal nach hier. Dann können wir nämlich hier auf das Feder-Ding. Dann haben wir schon das zweite Geschenk. Wir können nämlich von hier aus den Gegenstand werfen, also den Schlüssel. Ja, das ist ein bisschen blöd gewesen. Können wir das irgendwie nutzen? Okay, also das Werfen hat irgendwie nichts gebracht, aber können wir irgendwie schon machen. Und wir sind in der nächsten Area. Wir haben hier irgendwie einen Checkpoint aktiviert und hier haben wir einen Mülleimer. Passend zum Spiel. Shy Guy umwerfen? Hat nicht geklappt. Jetzt aber. Doch ein Checkpoint. Okay, ist das Spiel vielleicht doch nicht so scheiße, weil es ist gerade sehr, sehr witzig. Hier haben wir ein Mini-Mario-Spielzeug, die Donkey Kong ja irgendwie so sehr will, warum auch immer. Er will 1-1 Mario & Co. Spielzeuge, perfekt, wir haben einfach alles eingesammelt, wir sind einfach die absoluten Pros. Nicht. Okay, wir können uns hier dranhangeln und dann sogar springen. Ah, jetzt hat es funktioniert. Geschenk Nummer 1 haben wir. Wir können hier auch voll die krassen Moves machen. Oh mein Gott, das erinnert mich ja irgendwie an Mario Maker, wieso auch immer. An die... Irgendwie, ja, das hat ein bisschen Vibe. Das hat so ein bisschen so... Als ob das Level irgendwie aufgebaut wurde. So Mario 3D World Vibes von Mario Maker 2. Das kriegen wir easy hin. Easy. Nein! Okay, betätigen wir hier mal den Schalter. Ich finde es auch gut, dass wir unbegrenzt Zeit haben. Aha, Mülleimer. Jetzt gehen wir wieder hier hoch. Nein! Aber wir wurden nach oben gebracht, haben jetzt diesen wunderschönen Schlüssel. Gehen nach hier. Schmeißen den hier. Das war die falsche Richtung und er hat sich aufgelöst. Geil! Okay, wie wär's, wenn wir einfach ganz normal mit dem Schlüssel springen und versuchen, hier drauf zu landen? Ja, das geht doch. War doch gar kein Problem. Yay, one up! Okay, Leute, wir haben hier unten jetzt einen Mülleimer. Den können wir hier platzieren und somit das Geschenk abholen. Okay, ich bin hier hochgekommen irgendwie. Und wir haben den Mini-Mario-Spielzeug freigeschaltet. Ich glaube, wir haben hier auch schon das letzte Level. So, Mülleimer hochwerfen. Schön, das mussten wir hier gerade machen. Hä? Hallo, meine Lieben. Gehen wir mal runter, holen das Geschenk hier ab. Oh mein Gott, Leute, guck mal, was ich rausgefunden habe. Man kann ja übel die geilen Stunts machen und übel die krassen Moves. Oh mein Gott, ich bin übel der freshe Dude. Okay, jetzt haben wir hier den Schlüssel. Pack den mal. Und wir müssen jetzt wieder das andere hier aktivieren. Wunderschön. Oh, wir haben einen Timer, der abläuft. Also müssen wir ein bisschen schnell sein. Und wir haben es geschafft. Hier haben wir noch ein Geschenk. Alter, wir haben einfach den Hammer. Und Shy Guy flieht. Wir haben Shy Guy gekillt. Das ist einfach der aus Donkey Kong. Und an dem Öl kann man sterben. Nö. Ah, wir konnten so das Öl kaputt machen. Es spawnt einfach die ganze Zeit neu und lässt mich nicht in Ruhe. Und hier haben wir Spielzeug Mario. Wer auch immer auf die dumme Idee gekommen ist, Spielzeug Marios zu designen. Wir haben hier auch natürlich alles auf perfekt. Passt auf, wir haben jetzt die drei Level gespielt und haben hier irgendwas freigeschaltet. Was ist es wohl? Was zur Hölle ist das? Ich bin Mario und habe viele kleine Mini-Spielzeug-Marios hinter mir. Okay, leite die Mini-Marios zu den Buchstabenblöcken. T. Das Wort ist toll. Mario, Alter, was sind das für Geräusche? Mario, Alter, das ist irgendwie creepy, aber irgendwie auch voll süß. So, und hier haben wir eine Box. Wann bringt uns diese Box? Ein Spielerlebnis. Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu Mario vs. Donkey Kong. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht und das ist mal eine gelungene Abwechslung. Hier kommt ihr noch zu einem meiner weiteren Videos. Unbedingt abchecken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein und auf Wiedersehen.